Ich investiere gerne, aber nicht überall, denn das Geld soll ja mehr werden und nicht weniger. Heute gibt es fünf P2P-Krediteplattformen, in die ich nicht investieren würde. Damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, P2P-Krediteplattformen gibt es viele und ebenso viele schlechte Möglichkeiten zum Investieren. Ich konzentriere mich auf diesem Kanal nur auf die besten Plattformen und auch die besten Kredite. Das macht ja auch Sinn und diese Plattformen findest du dann auch in den Erfahrungsberichten und auch den Quartalsratings der 10 besten P2P-Krediteplattformen. Heute wollen wir aber mal ganz anders vorgehen und ich zeige dir 5 Plattformen, die für mich eine schlechte Mischung aus Chance zu Risiko darstellen und in die ich nicht investieren würde. Und wenn dir dieses Video gefällt, unterstütze es doch schnell und einfach durch ein Like und abonniere Northern Finance, um kein Video zu verpassen. Okay, ich würde sagen, fangen wir direkt mit der ersten Plattform an. Davor nur ein wichtiger Hinweis: Es handelt sich wie immer um keine Anlageberatung bei diesem Video, sondern nur meine persönliche Meinung und mit der kann ich auch immer falsch liegen. Nachdem das geklärt wäre, kommen wir jetzt auch schon zur ersten meiner persönlich schlechtesten Plattformen, in die ich nicht investieren würde und das ist Crowdestor. Crowdestor kennen wahrscheinlich viele von euch und die waren auch von 2020 bis zum Frühjahr 2021 in meinem Top 10 P2P-Kredite-Rating, allerdings durchgehend auf einem der letzten Plätze. Im Frühjahr 2021 habe ich dann endgültig die Geduld mit ihnen verloren, denn die Rückzahlungen wurden einfach nicht besser, auch wenn man hier gewartet hat. Und wenn Crowdestor kein Problem damit hatte, genug Firmen aufzutreiben, die Interesse an hochverzinsten Krediten hatten, so haben sie es einfach nicht geschafft, diese Kredite auch wieder einzutreiben, wenn sie denn ausgefallen sind und die Firmen nicht gezahlt haben. Die Zahlen sind mittlerweile sogar so schlimm, dass weniger Kredite pünktlich gezahlt werden, als mehr als 90 Tage im Verzug sind. Insgesamt sind sogar 2,5-mal so viele Kredite im Verzug wie nicht im Verzug. Als Crowdestor aus dem Rating geflogen ist, waren diese Zahlen auch nicht gut, aber keine Totalkatastrophe wie jetzt aktuell. Ich bin hier auch noch immer leider mit zwei Projekten investiert, muss man sagen. Zum Glück nur mit 100 € insgesamt. Und beide Projekte, sowohl die Wurstfabrik als auch der Zulieferer von Spezialgastronomie, zahlen seit über einem Jahr einfach mal gar nichts. Ja, Crowdesto unternimmt hier auch nicht wirklich viel und zum Glück hält sich hier mein Verlust in Grenzen, muss man sagen. Aber ich kenne auch ganz andere Fälle von vielen anderen Investoren, wo hier wirklich viel investiert wurde. Aber man kann es nicht anders sagen, dass Crowdesto hier komplett versagt hat und man selbst nur daraus lernen kann, was man hier eben falsch gemacht hat, was man beim nächsten Mal besser machen kann und ja, worauf man einfach achten muss beim Investieren. Eine Rendite gab es hier nicht wirklich, zumindest keine positive bei den meisten Investoren. Die meisten sind hier mit einem Verlust herausgegangen. Und jetzt wurde aktuell auch noch das Feature Crowdestor Flex gestartet, welches wie Bondora Go and Grow funktionieren soll. Man investiert hier aber nicht in ein Portfolio von hauseigenen Krediten, die sie ausgegeben haben, sondern bei Crowdestor Flex investiert man in einen Kredit für Crowdestor selbst, um deren Eigenkapital zu stärken und bekommt dafür eine festgeschriebene jährliche Rendite, die täglich ausgeschüttet wird. Dass das eine schlechte Idee ist, hier zu investieren, wenn die Kreditnehmer von Crowdestor wenig zurückzahlen und auch immer weniger Leute sich dort neu als Investoren registrieren und diese Zahlen auch nicht mehr aktuell gehalten werden. Ja, da muss ich, glaube ich, niemandem erklären, dass das ein schlechtes Investment sein wird. Dass Crowdestor diese hohen Renditeversprechen, die wir hier aber weiterhin haben, auch bei den zwei anderen Flex-Produkten vom Pelletheizkraftwerk oder vom spanischen Kreditgeber einhalten kann, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Vielleicht geht das hier noch eine Zeit lang gut, ja, kann durchaus sein, aber ich schätze das Risiko aktuell als unkalkulierbar ein und da helfen auch keine zweistelligen Renditen. Weiter geht's mit Bulk Estate. Die sind keine Vollkatastrophe, aber trotzdem würde ich hier aktuell nicht investieren. An sich haben wir hier ein sehr ähnliches Konzept wie bei Estate Guru, nämlich dem Investieren in Immobilienprojekte mit einer erstrangigen Sicherheit. Das Problem hier ist, dass es nie wirklich viele Projekte auf der Plattform gab und während bei Konkurrent Estate Guru mittlerweile monatlich ja um die 20 Millionen Euro an Krediten finanziert werden, so lag Bulk Estate letzten Dezember gerade mal bei 1,5 Millionen Euro, wobei das ein Ausreißer nach oben war. Der Schnitt lag letztes Jahr bei 500.000 Euro, also nochmal deutlich weniger und weit abgeschlagen von der Konkurrenz. Wenn es nicht genug Projekte gibt mit attraktiven Zinsen, dann investiere ich einerseits vielleicht nicht in diese Projekte, weil ich nicht genug Auswahl habe und ja, andererseits erhöht das Ganze
fehlende Wachstum natürlich auch mein eigenes Risiko als Investor, da ich über die Plattform nicht langfristig investieren kann. Also die Frage stellt sich, ob das Ganze aktuell langfristig profitabel für Bulk Estate selbst ist. Und wenn nicht, dann wird die Plattform früher oder später eingestellt werden. Und das ist natürlich schlecht für mich als Anleger. Ich als Anleger will natürlich, dass die Plattform bestehen bleibt. Und mehr Statistiken, auf die ich jetzt eingehen könnte, gibt es hier leider nicht. Ja, aber vielleicht hat das auch irgendwo einen Grund bei der Plattform. Danach kommen wir zu einer Plattform, die ich noch nie mochte, muss man sagen. Und das ist Escatted. Escatted hat einen wirklich schlechten Namen, muss man sagen. Denn er stammt von der Ausdrucksweise Let's Get It vom US-Rapper Lil Pump. Und ich sag's mal diplomatisch, die Seriosität, die man beim Investieren braucht, fehlt hier komplett beim Namen. Für mich ist die Namensgebung eher an einen Scherz angelehnt und weniger an eine seriöse Plattform, bei der man investiert ist, um Geld zu verdienen. So viel aber erstmal zum Namen. Kommen wir zu anderen Aspekten der Plattform. Es gibt hier aktuell nur einen wirklichen Kreditgeber bzw. Kreditgebergruppe bei diesem Marktplatz, wie sie sich selbst bezeichnen, nämlich die Cream Finance Gruppe und ihre unterschiedlich benannten Kreditgeber. Und das ist natürlich viel zu wenig für einen Marktplatz. Ja, im Vergleich zu einem richtigen Marktplatz wie Mintos, hier gibt es nur einen Kreditgeber und bei Mintos 61. Ja? Also entweder man ist ein Marktplatz und hat viel im Angebot oder man sagt direkt, okay, wir haben nur einen Kreditgeber, unseren Mutterkonzern, aber irgendwas hier zwischen, wo man so tut, als ob man das eine wäre, aber tatsächlich das andere ist, das ist keine gute Idee. Auch gibt es hier keine besonderen innovativen Sicherheitsfeatures wie bei Income Marketplace zum Beispiel, die ich kürzlich im Test hatte und die das Investieren weniger riskant machen, mehr dazu in der Infokarte und auch im ersten Link unten in der Videobeschreibung. Escatted hat also nicht das, was man sich bei einem Marktplatz wünscht, nämlich eine große Auswahl und Diversifikation, die fehlt und man hat auch keine besonderen Sicherheitsfeatures, die ein Investment hier attraktiver als bei der Konkurrenz machen würden. Das beides fehlt also und das macht die Plattform für mich sehr unattraktiv und deswegen werde ich hier nicht investieren. Okay, kommen wir damit zu Nummer 4, Investly. Bei Investly handelt es sich um eine Plattform, bei der du dich als Investor direkt an Rechnungsfinanzierung von Unternehmen beteiligen kannst und während es keine eigene Statistikseite wieder gibt, was wirklich schlecht ist, so führe ich persönlich über ziemlich viele Seiten, abseits von meinen Top 10, auch Selbststatistik. Und das Problem ist, dass diese Plattform als eine der schwächsten aus der Krise gekommen ist, was ich eben aus meinen eigenen Statistiken lesen kann. Während die Konkurrenz stark zwei- oder dreistellig im Vergleich vom Kreditvolumen vom letzten Jahr gewachsen ist, Bondora zum Beispiel 139%, RoboCash 94% oder Quiku 320%, so ist Investly nur um 35% gewachsen und verbleibt darüber hinaus auch noch bei einem Kreditvolumen von 1,3 Millionen Euro, was viel zu klein ist. Also hier bräuchte man viel mehr Wachstum bei so einem kleinen Kreditvolumen, um langfristig bestehen zu können. Das beides zusammen macht es wieder für langfristige Investoren ja nicht interessant, hier zu investieren, wie auch schon bei Bulk Estate. Hier hat man ja diese sich selbst verstärkende Spirale wieder von starker Konkurrenz, wenig Angebot auf der eigenen Plattform und wenig Nachfrage dadurch von Investoren, was die Plattform letztlich immer weniger relevant werden lässt und letztlich in einer Schließung endet, früher oder später, wenn man diesen Kreislauf nicht unterbricht. Und damit kommen wir zur fünften und letzten Plattform, bei der ich nicht investieren würde und das ist Aux Money. Ja, seitdem der Konkurrent Lendico an die ING Bank verkauft wurde und mittlerweile für private Anleger nicht mehr zugänglich ist, ist Aux Money die letzte große Plattform für Konsumkredite aus Deutschland. Das Problem ist hier allerdings, dass nicht nur die Statistikseite ein kompletter Scherz ist und man wirklich nichts zu Ausfällen erfährt, was ganz, ganz wichtig wäre, so ist das in Kombination mit einem Kreditmodell gemacht, bei dem es keine Kreditgeberfirma gibt, sondern du als Privatperson direkt in einen Kredit einer anderen Privatperson investierst. Das klingt jetzt kompliziert, aber das ist es eigentlich gar nicht. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn du auf Aux Money in einen Kredit von Herrn Müller investierst, den er nutzt, um sich zum Beispiel ein neues Auto zu kaufen, dann zahlst du einmalig 1% an Aux Money an Gebühren. Das war's. Wenn du also 100 Euro investierst, wird 1 Euro an Gebühren fällig für das Kreditscoring, mögliches Inkasso und alle weiteren Kosten. Klingt erstmal fair, oder? Das Problem hieran ist, ja, wenn Herr Müller seinen Kredit nicht mehr zurückzahlen kann oder will, hat Aux Money keinen großen Anreiz,
dein Geld durch ein gutes Inkasso von Herrn Müller zurückzuholen. Denn wenn sich herausstellt, dass es ein schwieriger Fall ist, dann macht es für Aux Money wirtschaftlich Sinn, den Kredit einfach ausfallen zu lassen, statt hier zu viel in ein Inkasso zu investieren. Denn Aux Money wurde ja schon bezahlt und das wären einfach nur zusätzliche Kosten, die ja nicht entstehen müssen. Hier ist das Anreizsystem für die Plattform meiner Meinung nach ganz falsch gesetzt und vielmehr ja für Kreditnehmer ausgelegt als für Kreditgeber wie uns. Was Mintos und Co. hier besser machen, ist, dass ein Kreditgeber hier zwischengeschaltet wird, wie zum Beispiel Mogo für Autokredite. Dabei muss uns Investoren Mogo den Kredit wieder abkaufen, wenn er mehr als 60 Tage im Verzug ist und wir bekommen trotzdem unsere bis dahin aufgelaufenen Zinsen. Hier hat Mogo also erstmal ein viel größeres Interesse, richtig gute Kreditnehmer im Portfolio zu haben an erster Stelle und an zweiter Stelle das Geld von den Kreditgebern, dann auch inklusive Zinsen, wieder zurückzubekommen. Beides fehlt bei Aux Money. Aux Money will erstmal möglichst viele Kreditnehmer auf seiner Plattform haben und wenn die dann ja nicht ganz so gut wie erwartet das Ganze zurückzahlen, dann ist das halt ja schade, aber erstmal nicht das Problem von Aux Money, denn sie selbst haben ja schon ihr Geld und gegebenenfalls ihren Gewinn. Die Tatsache, dass es über diese Ausfälle keine Statistik auf der Website gibt und das Geschäftsmodell so konstruiert ist, wie eben erwähnt, hält mich von einem Investment bei Aux Money wirklich meilenweit fern. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Wie würdest du die genannten Plattformen bewerten und wo würdest du nicht investieren? Sag's mir unten in den Kommentaren und lass mir ein Like und Abo da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Damit wünsche ich dir eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.